Daher hat er gesagt, wer heiratet, so ist er in dem Fall geschützt, dass er seine Blicke senkt und dass er seine Schamteile vor unerlaubten Handlungen schützt. Wer aber nicht in der Lage ist zu heiraten, so soll er fasten. Denn das Fasten ist ein Schutz für den Unverheirateten. Jetzt hast du einige Shabab, der sagt dir, ich habe viel gefastet, es hat nichts gebracht. Frage, hat der Prophet SAW hier die Wahrheit gesprochen, ja oder nein? Ja oder nein? Er hat die Wahrheit gesprochen. Wie kommt es dazu, dass manche Jugendliche dir sagen, es bringt mir nichts? Wo ist der Fehler? In der Antwort, Lösung der Religion oder bei den Jugendlichen selber? Wo ist der Fehler? Bei den Jugendlichen selber. Wer sagt mir, was ist das für ein Fehler, was diese Leute machen? Na, er sagt, sie waren nicht aufrichtig genug bei der Tat. Ist das der Fehler? Bitte? Sie haben nicht richtig gefastet. Denn das Fasten bedeutet nicht nur Fasten mit dem Bauch, sondern mit den Augen, mit den Füßen. Du fastest mit allen Körperteilen. Aber wenn du die ganze Zeit auf Haram schaust, wird dir das Fasten etwas bringen? Antwort nein. Und hier seht ihr, das ist der Fehler, dass die Jugendlichen, natürlich eine gewaltige Aussage, aber sie verstehen das Ausmaß nicht, sagen, das bringt nichts. Das ist falsch. Du darfst nicht sagen, das bringt nichts. Du hast den Fehler zu tragen, du bist die Ursache, weil du nicht richtig fastest. Würdest du richtig fasten, würdest du das Problem nicht haben. Denn so hat uns das die Religion gesagt.